Hallihallo, hallöle, willkommen zurück zu Magic Duels. Mal nach langem wieder gibt es das aktuelle Set Kaladesh. Schließe die neue Kaladesh-Geschichte ab und schalte nagelneue Karten frei. Ist. So, gibt es jetzt ein neues Set von Booster-Packungen. So, dann legen wir mal los. Düstermond-Starterbox erhalten, okay. Noch irgendwelche Archetypes und dann erstmal weiter mit dem Story-Modus. Wieder eine Kampagne. Aha. Okay. Jetzt haben sie es ein bisschen anders angeordnet. Der Planeswalker Doran Bahn berichtet den Wächtern von den wachsenden. Von der wachsenden Bedrohung auf Kaladesh. Chandras Heimatwelt. Die Erfindermesse, eine geschäftige Ausstellung voller Einfallsreichtum und wundersame Gerätschaften, ist in Gefahr. Schließe dich Chandra und Liana ab. Um herauszufinden, wer hinter den finsteren Machenschaften steckt. Okay. So. Hier kriegen wir Karten. Okay. Ja, gut. Dann legen wir mal los. Selbst aus den Koryphäen auf der Messe sticht Saheli Rai als eine von Kaladeshs brillantesten Erfindern hervor. Stolz präsentiert sie ihre Kunstfertigkeit den andächtig staunenden Zuschauern beim Flinkschmied-Wettkampf, einem Duell, bei dem zwei Erfinder etwas bauen und sich mit diesen Schöpfungen bekämpfen. Okay. Das heißt, eigentlich kämpfen wir jetzt gegen dann. Okay, wir lassen es mal so Kartenhand behalten. Ich muss mir erstmal wieder reinfuchsen hier. Das ist ja immer so am Anfang, wenn man nach einer Weile wieder was spielt. Aber das sollte ja eigentlich klar gehen. Was haben wir hier? Solange du einen Artefakt kontrollierst. Naja. Ich habe ja noch Artefakt-Kreaturen da. Die muss ich dann auch noch rausholen. Und dann wird's stärker und stärker und stärker und stärker. Solange hier keine Karten rauskommen. So ist gut. So. Ich glaube, das sieht gut aus. Spontanzauber sind keine da. Dann kann ich nämlich jetzt dieses noch ein Artefakt rausholen. Das muss auch erstmal geblockt werden, so ist es nicht. Hat sonst noch irgendwas? Fabrizieren 1. Okay. Da kommt noch was. Nee? Okay. Hier wird viel mit Artefakten gearbeitet. Huhuhuhuhuhu. Okay. Das können wir gleich auch noch machen. So, jetzt musst du erstmal einen blocken. Okay, das macht er nur damit er auch was wegbekommt, aber auch das ist erstmal noch nicht viel. Das ist egal. Das können wir überspringen. Das interessiert mich erstmal gar nicht. So, und jetzt hat er nichts zum Blocken, außer er holt nochmal was raus. Okay. Wenn der stirbt, gibt es 3 Lebenspunkte dazu. Das könnte nochmal heftig werden. Aber ich habe ja auch was Heftiges hier. Ui.
Da kriegt der bloß nochmal plus eins, wenn eins draußen ist, mindestens. Ja, also, alles andere ist unwichtig. Ja. Ich kenne da gar nichts mehr. Machen, ach doch, hier ist noch eine Fähigkeit. Tappe 2 ungetappt, die du kontrollieren. Zug nicht geblockt werden. Okay. Das ist ein bisschen zu spät. Okay. Er greift nicht an. Naja, wäre auch, glaube ich, ein bisschen unklug. Errungenschaft freigeschalten. Reliquiensucher. Okay. Der kann ja gar nicht alle blocken. Ich habe ja auch Fliegende. Man kann auch mit seinem Fliegenden noch was machen, aber. Oh Gott, jetzt fliegen bei mir nur welche raus. Aber bei ihm auch. Das macht keinen Sinn, Blocken überspringen. Mal gucken, ob er noch was rausholen kann, aber bestimmt. Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn ich. Tipp: Fahrzeuge. Fahrzeuge sind Artefakte, die mit Hilfe der Bemannfähigkeit bis zum Ende des Zuges zu Artefaktkreaturen werden können. Um ein Fahrzeug zu bemannen, tappe eine beliebige Anzahl an ungetappten Kreaturen. Höhe der Benammenszahl haben. Okay. So, erstmal eine Karte ziehen. So, das brauchen wir jetzt aber noch nicht rausholen. Also noch nicht spielen. Machen wir es so. Wir müssen das jetzt ein bisschen verzögern. Was nicht einfach ist. Das heißt, einer wird jetzt bei mir erstmal rausfliegen. So. Stimme eine Kreatur, die du Artefakte kontrollierst. Die Fliegende, weil die nervt. Mm.
Das sollte ich jetzt noch nicht machen. Das ist hier Eile, oder? Ah, gut. Also definitiv erstmal eine geblockt, dass dann nur drei durch, nur zwei Schaden durchgehen. Aber dann ist die auch weg. Oh. 7. Das wird noch mal eng. Das wird noch mal sehr eng. So. Ich glaube, das war's. Der kann zwar den einen hier blocken, aber der kann die Fliegende nicht blocken. Das heißt, drei Schaden gehen durch. Tja, da haben wir es nochmal 5 Artefakte kontrolliert. Eieiei. Das Messegelände wimmelt nur so von Besuchern, doch Liliane erblickt eine verhüllte Gestalt, die durch die Hallen schleicht. Sie erkennt ihn sofort und vermutet einen Zusammenhang mit der Gefahr, von der Duwin Ban gesprochen hat. Schnell alarmiert sie Chandra und kehrt zurück an ihren Posten. Chandra nimmt die Verfolgung auf. So, dann machen wir gleich das nächste noch. Sie überwindet mühelos die Verteidigungsvorkehrungen der Stadt und es gelingt ihr schließlich, ihre Beute zu stellen. Liliana hat sich nicht geirrt, was die Identität dieser Person angeht. Es ist Tezzeret, der befürchtete Metallmagier und Planeswalker. Doch überraschenderweise wird Chandra von Duwin Ban und seinen massiven Konstrukten gestoppt. Hier auf Kaladesh ist Tesseret ein hochgeehrter Gast des Konsulats, dessen Schutz er genießt. Das heißt jetzt Chandra gegen Duwin Ban. Die behalten wir. Wir haben ja zwei Gebirge, das sollte funktionieren. So, erstmal ein bisschen Karten rausspielen hier. Wir haben so teure Karten leider, wir brauchen noch ein paar Länder. Sonst kommt da nämlich schon was. Wow. Auf. Was ist das hier? Ach, das sind Energiemarken.
Energiereserve, okay. Ah, okay. Das ist also insgesamt einfach eine Marke, die man dann hat. Also dann kriegt ihr immer eine 1-1, wenn man hier 2 bezahlt, kriegt man eine 1-1. Solange immer, wenn wieder welche raufkommen, kriegt man wieder 2 Marken. Sozusagen so ein Energiemagenspiel gerade. Nee, beim Gegner natürlich jetzt auch. Es bringt nichts, angreifen, überspringen. Weil der kriegt ja nur eine Marke drauf. Auch hier blocken, überspringen. Den 2 Schaden nehme ich jetzt erstmal noch in Kauf. Ich brauche Gebirge oder irgendwelche anderen Länder. Ich denke mal, hier gibt es nur Gebirge. Ich bezahle mal. Wir kriegen ja eine Marke zwar drauf, aber mal gucken. Ah, der blockt gar nicht. Nur haben wir jetzt keine Energiereserven mehr. Ist aber auch mal eine interessante Strategie, so zu kämpfen. Jetzt müssen wir aber wieder Schaden in Kauf nehmen. Das war übrigens jetzt unser Gebirge, was wir gebraucht haben noch. Der wird definitiv hier drauf gehen jetzt. Mit dem denn aber auch zusammen, wenn er nicht blockt. Okay, er blockt nicht. Wenn er blockt, meine ich, aber er blockt nicht so rum. Ist jetzt hier schon 4 Energiereserven. Klar, immer wenn er wieder eine neue raufpackt, kann er ja wieder Reserven auch kriegen. Bei mir kommen hier bloß gerade keine Karten. Ich sollte vielleicht davon mal ein bisschen was spielen. Aber dafür bräuchte ich halt. Lol. Auch ein paar passende Karten. Ich glaube, das haben wir verloren. Eigentlich könnten wir das ja schon beenden. Wie soll man das noch gewinnen? Nee. Selbst wenn ich jetzt hier. Selbst wenn er nicht blockt. Hier, kostet egal. Oder ob er blockt oder wie auch immer. Das ist doch in dem Fall schon fast egal. Gut, der muss ja blocken. Sonst hat er ja verloren, aber trotzdem. Ja, wow. Der kriegt 100 pro 6 Schaden durch. Ich hab verloren. GG.
Aber das lag diesmal einfach nur daran, dass wir ein bisschen Kartenpech auch haben und ich ein bisschen hier reingerannt bin wie so ein Depp. Egal. Beim nächsten Mal werden wir es auf alle Fälle schaffen. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen, nach einer Weile weiter Magic zu sehen. Im Anschluss gibt es gleich noch den ersten Part des Magic Let's Plays in der Endcard zu sehen, sowie den ersten Part eines anderen Let's Plays. Wir sehen uns denn das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.